Ein sportliches Treiben herrschte am 17. Mai am Schulgelände der Volksschule Haid. Grund war der Bewegungstag, der einmal im Jahr an allen Schulen Oberösterreichs durchgeführt wird. Ja, hallo, die Volksschule Haid macht heuer im Rahmen des Bewegungstages, der ja in ganz Oberösterreich an allen Pflichtschulen stattfindet, einen Lauftag. Jedes Jahr im Frühling, und das seit 2006, gibt es einen Termin, an welchem die Schüler sehr viel Bewegung machen sollen. Ja, Bewegung wird bei uns an der Volksschule großgeschrieben. Dass für unsere Kinder Bewegung, Sport, Fitness wichtig ist, das wissen wir. Und wir tun auch was dafür. Wir haben jeden Tag bewegte Pause an der Schule und zweimal im Jahr eben so einen großen Sportevent wie unseren Bewegungstag. Das Jahresthema lautete Move Your Heart. Und zum Bewegungstag der Volksschule Haid hat man sich ein Laufevent ausgedacht. Die Schülerinnen und Schüler waren äußerst motiviert und hatten klare Ziele vor Augen. Ich bin Nico und ich mag wenigstens 8 Runden laufen. Ich heiße Laura und ich möchte 5 Runden laufen. Ich heiße Dominik und ich möchte 5 Runden laufen. Ich heiße Marianne und ich möchte 6 Runden laufen. Hallo, ich heiße Muharrem und ich möchte mehr als die 7 Runden schaffen. Hallo, ich heiße Nora. Ich hoffe, dass ich viele Runden schaffe. Hallo, ich heiße Samira und ich werde 5 Runden laufen. Ich bin Armin und möchte 10 Runden laufen, weil ich viel Geld auftreiben will. Ich bin Elias und möchte 10 Runden laufen. Ich brauche Kohle. Ich heiße Hanna und ich möchte gern 8 Runden schaffen. Ich heiße Samra und ich möchte ungefähr 8 bis 9 Runden schaffen, damit ich viel Geld spende. Ich heiße Auluna und ich möchte 8 Runden schaffen. Nachdem die Volksschule Haid mit 350 Kindern eine der größten im Bezirk ist, hat man sich als Ziel wie viele Kilometer gesetzt? Die Schüler haben schon fest trainiert, die Lehrerinnen und Lehrer auch, denn wir wollen gemeinsam 1000 Kilometer laufen. Und dieses Ziel ist vielleicht auch zu erreichen, weil über 350 Kinder heute daran teilnehmen, von der Vorschule bis zur 4. Klasse, und wir haben auch einige Promis, die uns unterstützen, und zu Mittag wird dann abgerechnet, dann sollten also 1000 Kilometer herauskommen. Also ich bin die Xenia Wiener, Clara Markovic, und wir sind in der 3A und sind jetzt schon 6 Runden gelaufen. Ja. Mir macht es Spaß. Und ja, und ich freue mich, dass es auch Kinderspaß macht. Ich habe schon 3 Runden. Jedes Kind hat einen Laufpaten, das heißt, der übernimmt sozusagen die Patronanz über den Lauf und spendet für jeden gelaufenen Kilometer 1 Euro. Die Strecke war genau 500 Meter lang im Schulgelände abgesteckt. Und so konnten die Runden leicht gezählt werden. Es lief immer eine Schulstufe. Und am Ende gab es ein großes Bewegungslied für alle Teilnehmer und auch eine Urkunde. Eine große Verstärkung beim Kilometersammeln war Bürgermeister Baumberger, der mit vollem Eifer dabei war und viele Runden abspulte. Als er schließlich ins Ziel einlief, machte er unter tosendem Beifall der Schüler und Lehrer eine Abschlussrolle. Ich besuche immer die 3. Klassen Volksschulen und da habe ich eine sehr nette Einladung gekriegt von den Schülerinnen und Schülern, der ich natürlich gerne gefolgt bin. Jetzt und so heute Training gehabt, habe die Örtlichkeit mit den wunderschönen Traunauen getauscht und bin da hier auf der Turnwiese mitgelaufen. Habe natürlich sehr viele motivierte Schülerinnen und Schüler gesehen, die heute für einen guten Zweck gelaufen sind. Und da habe ich auch meinen Beitrag geleistet. Jetzt nicht nur läuferisch, sondern der Bürgermeister wird sich bei der Anschaffung der Klettergeräte für die Schülerinnen und Schüler auch finanziell ein bisschen beteiligen. Wie war das Ergebnis des Laufevents? 1296 hart erlaufene Kilometer. Das Ziel von 1000 Kilometer wurde also locker erreicht, zur Freude aller Beteiligten.
Zum Abschluss kann man sicher sagen, mit der Unterstützung der Lehrer, der Eltern, der Paten, der Kinder und der Gemeinde war es ein gelungenes Sportfest.